Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz, 23. Spieltag. Bin gefühlt ein bisschen laut, aber wenn alles passt, dann, solange ihr mich hört, kann es weitergehen. Es ist der Start in eine spielintensive Woche, 23. Spieltag, der FC Ingolstadt 04 zum ersten Mal zu Gast beim Hamburger Sportverein. Und ja, wie immer, Ralf, deine Einschätzung. Der Stand des aktuellen Personals möglicherweise und deine Einschätzung zum Gegner und Einstellung der eigenen Mannschaft bitte an dich. Ja, fangen wir mit dem Personal an. Ich glaube, dass wir ja die Woche gut trainieren konnten. Wir haben allerdings den einen oder anderen, der nicht mit trainieren konnte, nämlich Alfredo Morales, der nach wie vor Probleme mit seinen Adduktoren hat, dass noch der Einsatz dann so früh kommt, hat jetzt einmal versucht mit zu trainieren, aber immer wieder Probleme und deswegen dauert es noch. Max Christiansen hat seine Rückengeschichte eigentlich auskuriert, hat dann unter der Woche jetzt mal einen Schlag bekommen beim Zweikampf, aber hat ja trotzdem heute trainieren können. Geht also einigermaßen und ansonsten ja, sind wir soweit vollzählig. Haben die Woche, glaube ich, ganz gut genützt, um uns nach dem letzten Heimsieg auf eine nächste sehr, sehr schwere Aufgabe vorzubereiten. Ich glaube, dass wir mit dem HSV auf einen Gegner treffen, der uns in der Hinrunde im eigenen Stadion, ja, ob glücklich oder nicht, ist nicht so entscheidend. Sie haben gewonnen gegen uns und deswegen wäre es schön, wenn wir da was gut machen könnten. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die von ihrer Art zu spielen unserer sehr ähnelt und deswegen wird es ein Duell, wo wie so oft in der Liga einfach auch ein paar Kleinigkeiten entscheiden werden. Im Hinspiel war es ein Freistoß, der abgefälscht wurde und im Winkel eingeschlagen hat. Und diesmal ja, wird es auch nicht so sein, dass wir hier ein Feuerwerk an Chancen erleben werden, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es eine enge Kiste wird. Und ich hoffe, dass wir auch auswärts jetzt mal wieder in der Lage sind, eben so einem Gegner Parole zu bieten. Oliver hat schon gesagt, die nächsten Tage werden sehr spielintensiv. Dementsprechend müssen wir halt einfach auch gucken, dass wir gut in diese englische Woche starten. Je früher du da Punkte holst, umso besser. Letzte Saison war es so, dass wir dann im letzten Spiel dann nach Köln mussten und, glaube ich, dann einen Punkt noch mitgenommen haben, nachdem wir vorher, glaube ich, ja, einmal unentschieden gespielt haben, soviel ich weiß. Ja, auf alle Fälle freuen wir uns auf das Spiel. Wir sind natürlich voller Selbstvertrauen, sind motiviert, haben einen tollen Rückrundenstart hingelegt, wie ich finde, vor allem in den Heimspielen. Jetzt gilt es auch einmal auswärts wieder ja, zu versuchen, was mitzunehmen und direkten Konkurrenten auch auf Distanz zu halten. Wir sind 2 Punkte vorm HSV. Das ist zu diesem Stand der Saison am 22. Spieltag sicherlich etwas, was man so nicht erwartet hätte. Und wenn wir was mitnehmen, dann bleiben wir auch vor dem HSV und das ist unser Ziel. Hat die Mannschaft was daraus gelernt, also von Wolfsburg her, da war ja doch nicht alles so, wie man es sich vorgestellt hat, dass sie diesmal von Beginn an konzentrierter ist oder zumindest aggressiver? Ich glaube nicht, dass wir unkonzentriert oder unaggressiv waren in Wolfsburg, aber es ist doch ein Champions League Teilnehmer. Und als Aufsteiger dort 2-0 zu verlieren, ist, glaube ich, jetzt nicht das die Vollkatastrophe, ganz ehrlich. Also man muss schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir müssen schon schauen, wo wir herkommen und wo wir da teilweise hinfahren. Und es ist ja schön, dass wir schon den Anspruch haben, auch gegen solche Mannschaften was mitzunehmen. Aber müssen tun wir gar nichts. Auch in Hamburg nicht. Norbert Roth-Donaukrier, bitte. Mache ich schnell den Anfang. Du hast gerade gesagt schon, es würde euch dramatisch helfen, wenn ihr mal wieder ein Tor erzielt. Du warst selber Stürmer. Wie packt man die Jungs in so einer Phase jetzt an? Thematisierst du das mit den Stürmern oder lässt du die ganz bewusst in Ruhe? Sprichst du die an auf die Trefferquote? Wie gehst du jetzt um mit deinen Jungs? Nee, da? Das brauche ich nicht, weil das macht ihr eh jeden Tag. Dann brauche ich sie nicht auch noch darauf ansprechen. Abgesehen davon finde ich es schon lustig. Wir haben jetzt, glaube ich, in den 3 Heimspielen 5 Tore erzielt. Ja. Ich weiß nicht. Ihr dürft uns auch alles vorrechnen, jede Woche. Das ist schön, das könnt ihr auch gerne machen, aber ist auch gut so. Ist nicht schlimm. Das
das passt schon. Wichtig ist, wie wir das Ganze einordnen. Und ich glaube schon, dass wir Tore machen können. Wir haben, und wer die dann macht, ja, ob es ein Stürmer macht oder ein Außenverteidiger, ein Innenverteidiger. Ihr hebt ja unser Innenverteidiger auch in den Himmel, weil sie jedes Mal zu Null spielen. Aber dass dafür auch die Jungs da vorne verantwortlich sind, das habe ich noch nirgends gelesen. Ja, dass das vielleicht deswegen auch mit ein Grund ist, dass wir so stabil stehen. Aber wenn wir auf der anderen Seite nach vorne einen Innenverteidiger ein Tor macht und einen Stürmer nicht, dann heißt es, ja, unsere Stürmer treffen nicht. Wir oder ich im Speziellen versuche immer dieses Ganze zu sehen. Und ich glaube, da jammern wir, wenn wir jammern, auf sehr hohem Niveau. Es ist schön, dass wir mit 16 Toren einen absoluten Rekord aufgestellt haben in der Bundesliga, dass wir damit 29 Punkte geholt haben. Und ich habe im Winter schon gesagt, wenn wir nochmal so wenig Tore machen und wieder so viele Punkte holen, dann unterschreibe ich das auf jedem Papier, was ihr wollt. Also ganz egal, das ist mir das Allerunwichtigste, was es gibt. Ich glaube, unsere Spiele, vor allem zu Hause, sind in letzter Zeit trotzdem sehr sehenswert, finde ich. Und wenn es auch nicht mehr der allerglorreichste Fußball ist, aber sie sind jetzt, das Spiel ist leidenschaftlich, ich finde immer ehrlich, versuchen, alles reinzupacken. Und deswegen stehen wir da, wo wir stehen. Ich sehe aber viele Mannschaften hinter uns, die 34 Tore haben und 29 erzielte und 27 erzielte, also alle wesentlich mehr als wir, aber haben alle viel weniger Punkte als wir. Ich frage mal, ob die gerne mit uns tauschen würden. Ich glaube schon. Jerome Baldowski, NTV, bitte. Ja, ich würde da gerne eine ähnliche Kerbe schlagen, wenn man jetzt mal auf den Spielplan blickt. Da steht Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart. Was würden Sie dazu sagen, wenn wir hier in zwei Wochen den Klassenerhalt feiern können? Ja, es ist ja immer so, dass wir, wenn ihr jetzt solche Mannschaften aufzählt und wenn ich jetzt höre, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, vor einem Jahr, wenn wir hier gesessen wären und gesagt hätten, oh, gegen wen sollen wir da einen Punkt holen? Heute reden wir darüber, dass wir damit praktisch schon mehr oder weniger einen Klassenerhalt in der Tasche haben oder wie? Nee. So funktioniert nicht und so denken wir auch nicht. Wir denken einfach so, dass wir in jeder Woche eine absolute Topleistung bringen müssen, um etwas mitzunehmen in der Liga. Das wird sich auch die nächsten Wochen nicht ändern. Je früher wir es schaffen, ja, aus diesen engen Spielen die nötigen Punkte zu holen, umso entspannter können wir in die Phase gehen, wo alle anderen zittern müssen. Ja, und wir vielleicht eine hervorragende Ausgangsposition haben, um vielleicht den letzten Schritt anzutun. Und deswegen wird es wichtig sein, in dieser englischen Woche konstant zu punkten. Und wenn es überall ein Punkt ist, ist das auch wunderbar. Das kann für uns der Weg sein und das muss er eigentlich auch sein. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, da wo ein Punkt ist, das sind auch oftmals drei. Und wenn wir unsere Stärken wieder auf den Platz bringen, und ich glaube, darüber machen wir uns am meisten Gedanken. Wir haben im Winter gesagt, wir wollen unsere Standards wieder, unsere Standardstärke wieder zurückgewinnen. Wenn man jetzt sieht, wie wir unsere Spiele gewonnen haben in den letzten Wochen, das war überwiegenderweise über Standards, über Ecken, über Freistöße. Und ich glaube, das muss der Schlüssel sein für uns. Und daran, ja, oder darauf konzentrieren wir uns viel, viel mehr als über irgendwelche Reckenbeispiele oder ja, gewinnst du einmal, blickst du nach oben, verlierst du einmal, blickst du nach unten. Wenn wir jetzt da zwei Spiele verlieren, dann sitzt ihr hier und stellt mir die Frage, ja, müssen wir jetzt dich doch nochmal nach hinten orientieren? Dann wird ihr von mir das Gleiche hören wie vor zwei Wochen, dass wir uns noch nie woanders hinorientiert haben, ich mich zumindest nicht. Ja. Wenn ihr mich fragt, wo ich bei der Tabelle hinschaue, dann wandert mein Blick immer nach unten, weil das unser Ziel ist, was wir erreichen müssen, dass wir in der Liga bleiben.